Go make a girl a promise, if you know you can't keep it. Hallihallo Leute, willkommen zu Game Inc. spielt Halo 3 und heute mit dabei ist der Martin, meine Wenigkeit. Ja. Und das sieht schlecht für uns aus. Eine Glasscheibe? Das ist eine Glasscheibe, ja. Das Problem ist, wir haben null Munition. Ja, aber du hast noch andere Waffen, oder? Die haben auch keine Munition. Haben wir damals so aufgehört? Ja. Da waren wir gewesen. Kaum zu glauben, trotz nach diesen zwei Folgen des totalen Versagens, überhaupt so weit gekommen bin. Das war damals noch mit den Unsichtbaren, da kann ich sagen. Mit den Unsichtbaren? Ja, in der großen Halle. Ja, das war da. Ja, die Fahrsequenz. Ja, du solltest jetzt treffen. Achso, ja. Ich weiß schon, warum ich mich nicht mehr daran erinnert habe. Da hast du es verdrängt. Ja. Erfolgreich. Ja, danke auch. Mann. Achso, ja. Kein Thema. Du solltest jetzt dich bemühen zu treffen. Zu treffen? Ja, weil du keine Munition hast. Ja, ich habe ja. Man kann da ja Munition von lösen. Ah, guck dir das an. Herrlich. Ah, den nehmen wir nicht mit. Ein guter Start. Hey, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. So, nehmen wir uns Munition mit, wunderbar. Jetzt müssen wir hier die Steuerung anstellen. Zwischensequenz! Gute Arbeit, Gene. Das ist schon mal einer. Der Gebieter sollte gleich... Das war der zweite. Jetzt hängt alles von Johnsons Team ab. Gehen Sie wieder raus, Chief. Warten Sie auf den Transporter. Das ist sehr angenehm, dass man nicht Johnson, jeden Turm machen muss selber. Sondern macht nur einen. Upsa, das ist iPad verrutscht. Ja, lass mich liegen. Ja, macht ja nichts. Ich glaube, wir müssen auch nicht den ganzen Weg jetzt wieder zurücklatschen. Aber das ist typisch Halo, dass du gegen Ende Levels einfach nochmal zurückläufst oder nochmal durchlaufen musst. Ja, gut. Das ist nicht unbedingt wahnsinnig elegant, finde ich. Aber es ist realistischer wie bei so Spielen, wo du denkst, Moment, hier war eine Tür, da hätte ich ja von Anfang an reingehen können, da hätte ich mir den ganzen Scheiß ersparen können. Ja. Aber weißt du, was ich meine? Zum einen ist es nervig, aus spielerischer Sicht, weil du kennst es halt. Oh, es kommt drauf an, wie du es inszenierst, denke ich mir. Ja, aber es ist halt doch ausgelutscht, ne? Oh, jetzt stürzt es hinter mir zu. Oh, da war ja eine Tür. Da komme ich hier gleich raus, neben der Tür. Das sind so Sachen, die sind doch halt irgendwie nicht ganz so prall. Ich weiß, warum es gemacht wird. Lass mich da mal... Ja gut, im Grunde hast du ja die zwei Möglichkeiten. Entweder du läufst alles zurück. Ah ja, jetzt wissen wir, an welcher Stelle das ist. Ja. Entweder du läufst zurück oder du hast halt eine Tür, wo du zurückkommst. Ja. Oder aber es geht direkt weiter zu einem anderen Punkt, ne? Ja. So. Die drei Möglichkeiten hat man. Und die ersten zwei, die sind halt nicht so toll, ne? Die dritte Möglichkeit, die ist dann noch die spannendste. Ja, weil du hast halt immer Fortschritte. Aber was willst du halt alternativ zu den ersten zwei machen? Wenn es halt nicht immer vorangeht. Klar. Ey, ich möchte jetzt auch nicht meckern, deswegen. Also, das kann man nicht anders lösen. Man kann nur verlieren. Nee, aber ist schon. Oh. Ich hatte die Physik früher irgendwie geiler in Erinnerung. Mittlerweile denke ich mir, Gott, das Ding wiegt ja gar nichts. Bei jedem Dagegenstoß fliegt es um den Land. Steuert es sich schwammig, kann es sein? Ein bisschen also, schwammig. Aus. Aber das ist jetzt cool. Die Frage ist. Den kannst du jetzt aber auch frei steuern, ne? Den kann ich frei steuern. Sowas ist cool. Ja, ich hoffe, man hört den Rechner nicht zu sehr rödeln im Hintergrund. Und wenn, dann einfach ignorieren. Ich glaube, den hört man nicht. Ah, man weiß es als nicht. Der ist schon mal relativ laut. Naja, so ein kleines Grundbrummen ist ja auch ganz angenehm, ne? Jetzt mal gucken. Ah ja, ich habe noch so Raketen. Oh, jetzt dachte ich schon, du triffst den da hinten. Das wäre cool, ne? Ja. Kannst du die abschießen, deine Kollegen? Ich glaube, ja.
Achso, ob ich die ja richtig abschießen kann, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Gottes Willen. Jetzt dreht er aber am Rad. Das Coole an diesen Hornets ist, die können auch noch Leute mitnehmen an der Seite. Ich kann ja mal gucken, ob eventuell... Vielleicht liegt irgendwie was drauf oder so. Das kommt von hier vorne. Ach, das ist die Xbox, die so rödelt. Ja, das ist die Xbox da. Oh. Ja. Ja, ihr müsst wissen, die Xbox bei mir steht aufrecht. Aus Platz. Und ich wollte sie nicht da unten hinpacken. Wie schießt denn der? So bitte. Und. Das war aber von den Designern so gedacht, oder? Dass man ja, man kann sie hinstellen. Die hat da Füße, also. Aber sie steht halt nicht so stabil dann. Ja, oder der Tisch. Oder der Tisch ist halt auch, ja, das verstärkt. Da brauchst du einen massiven Fels. Ja. Ich hätte gerne einen Fels für meine Xbox. Was müssen wir jetzt noch machen? Passiert da jetzt noch was? Da sind noch welche, oder? Ja. Kommen noch welche. Ja. Ja, die Xbox ist bekannt, das ist nicht die leiseste Konsole. Ich kann die aber doch steuern. Hier so leicht, hab ich so das Gefühl. Ah ne, die sind so zielverfolgend gleich. Ja, ja. Okay, das mache ich automatisch. Was soll das denn? Hallo. Ich muss dahin. Ah, das sind jetzt. Das ist so eine Sache. Hier, das sind diese Türme, zu denen wir jetzt fliegen. Wir sind jetzt von unserem Turm. Den zweiten haben wir passiert, der jetzt aus ist, und jetzt fliegen wir zum dritten, der nach anders. Ja, also musst du doch einen Grund jeden Turm machen, oder wie? Na, den zweiten muss ich nicht machen, aber den dritten muss ich dann wieder machen. Hey, aber das rafft man doch nicht. Uiuiuiui. Ich komm nicht weg. Die sind nicht so Wahnsinn. Die sind zwar relativ wendig, aber nicht schnell dabei. Da hätte ich jetzt ein bisschen besser achten müssen. Ich müsste gerade so ein wendiges und weniger schnelles Flugzeug Geschütze haben, oder? Ja. Ey, das war. Okay, ich glaube, das ist mir noch nie passiert an der Stelle. Ja. Aber es gibt alles am ersten Mal. Aber wir haben. Habe ich endlich mal gerafft, wo wir hier hinfliegen und warum wir hier hinfliegen? Das ist so die Sache. Das hast du bisher nie gerafft, oder wie? Ich krieg's nicht mit. Bei mir ist es immer so, ah, da muss ich hin, okay. Okay, jetzt bin ich da, immer alle kaputt. Ich bin da ein bisschen dumm. Sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Oder ich denke mir halt einfach nichts dabei. Das ist manchmal gut, für Filme ist das manchmal super. Weil du keine Erwartungen an den Film hast und sehr unvoreingenommen da reingehen kannst. Ach, manchmal ist das so. Ah, oh, da sage ich jetzt nichts dazu. Wie? Na, da wüsste ich nicht, was ich so sagen soll. So nicht. Ja, findest du das echt gut? Natürlich. Du findest es gut, wenn du nicht raffst, was du da gerade tust? Nein, ich meine jetzt so von wegen, ich denke mir als nichts dabei. Sondern nehmen das einfach so hin. Ach so, zu denen der Praxis nicht oder so. Ja. Okay. So meine ich das. Ach komm schon! Ja, wie jetzt? Hey, also diese Raketen sind echt nicht die. Knaller. Hallo! Jetzt ist aber kaputt, ja. Da ist auch alles kaputt, also ein bisschen aufpassen. Hinter dir ist keiner mehr, oder? Der langsam. Die Banshees sind halt deutlich wendiger und die haben auch so Manöver drauf, wo sie entkommen können. Aber wie man sieht, die Allianz passt sich uns an farblich. Habe ich glaube ich schon mal gesagt. Mit dem Grünen. Und die haben das jetzt umlackiert und sind jetzt unsere Freunde. Und was waren sie vor? So wie hier lila. Ah ja. Ist der noch da? Nee, ist weg. Ja gut, das macht Sinn, ne? Das kannst du hier nicht mehr Feind-Freund unterscheiden. Ja. Ich glaube, das wird sogar in einer Zwischensequenz erwähnt. Wie so häufig nur in einem Nebensatz. Irgendein Marine, der irgendwo steht. So, wir machen das natürlich noch platt. Wenn wir schon die Luft
Herrschaft haben. Nutzen wir das. Wunderbar. Jetzt landen wir. Aber die Steuerung funktioniert erstaunlich gut von diesen Flugeinheiten. Ja. Für das, dass es das erste Mal war, dass sie da vorkommen. Also so wie ich das hier sehe, finde ich, die Steuerung ist fast noch besser als bei den Landeinheiten, oder? Einfach flexibler, einfacher. Nee, einfacher würde ich nicht. Sie funktioniert, sie baut auf dem Steuerung für die Bodeneinheiten auf. Boah. Hm. Zack, immer auf die Füße. Ist da noch einer? Nope. Da ist auch schon der Aufzug. Ah, die sind kacke. Was haben wir denn da? Hä? Was hat mich da erwischt? Von der anderen Seite? Oh shit. Die Jäger sind immer spannend, finde ich. Gut, wenn man sie einmal durchschaut hat. Dann geht's. Das sind ja im Grunde nichts anderes wie so Würmer. Eine Gemeinschaft aus Würmern. Das sieht man immer im Hintergrund ganz gut. Was ist es eigentlich mit diesem Virus hier? Mit der Flat? Ja, die ist sogar gelandet. Ja, aber nicht hier, glaube ich. Also sie ist irgendwie auf der Erde auf jeden Fall, ja. Wir sind nicht mal auf der Erde, oder? Doch, also, wir sind noch immer in Afrika. Glaube ich. Gut, okay, also am Ende wurde ja damals noch gezeigt, man ist mit dem Schiff irgendwie weggeflogen. Ja, ja, stimmt. Wohin oder sind wir jetzt auch irgendwo anders auf einer Arche? Ach, das ist immer schwierig hier. Vielleicht habt ihr, wenn ihr das anguckt, mehr Zeit, drüber nachzudenken. Könntest du das ja mal schreiben? Ja, mach das doch mal. Hab mich weg. Co-Moderatoren. Ja. Ja, aber auch wenn man die Geschichte nicht versteht, hat man immer noch einen soliden Shooter. Der, wie ich finde, echt Laune macht. Und ich würde mir für zeitlos beschreiben. Ja? Ich finde ihn relativ zeitlos, ja. So wie der funktioniert. Kommt ihr mit? Ihr kommt scheinbar nicht. Los, Spartan, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, ich mach doch schon. Genau. Na, da schaffen wir heute dann doch vielleicht noch ein bisschen was weg, ne? Mhm. Ja, bisher läuft's so. Ja, es ist super. Ja, gleiche Situation, nur diesmal sind sie unsichtbar. Einfallsreichtum! Ja. Er wirft sogar die gleiche Granate. Alter! Okay, Oh. Ah, den haben wir nicht gesehen. Achter auf dein Leben. Es könnte knapp werden. Oh, wunderbar. Ich finde es immer cool mit zwei Waffen. Das gefällt mir immer gut. So, einen haben wir noch. Drücken Sie den Schalter, Chief, dann fällt die Barriere. Mache ich sofort. Wunderbar. Hey, wenn ich überlege, was wir da letztes Mal rumgemacht haben wegen dem anderen Tor. Und hier in einem Zug durch. Ja, um dorthin zu kommen. Das war das Problem. Ja, aber das Tor an sich war ja schon ein Problem. Nee, der Turm war doch unsichtbar. Das war woanders. Das war nicht der Turm. Nein? Nee. Ich meine, das war doch der Turm, ne? Nee, nicht alles täuscht, war das High Charity. Ah nee, doch nicht. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber jetzt kommt die Flat. Das kann ich sagen.
Das lohnt nicht, sich hier. Da kann man ja sogar drauf eingehen, ausgehen von vorhin, dass man immer die gleichen Wege oder immer wieder die gleichen Wege zurückgeht, ne? Kämpfen wir jetzt im Grunde nochmal gegen die gleichen Gegner, sozusagen. Ja, jetzt kämpfen wir gegen. Ja, klar, aber es wurde halt wieder aufgegriffen. Ja. Nur wurde es halt gut inszeniert. Es wurde mit einer Erklärung unterlegt. Ja, also man kann sagen, es hat alles Hand und Fuß. Es ist jetzt nicht so, ah, geh zurück, weil das liegt doch der Schlüssel, den du vorhin nicht nehmen konntest. Oder so. Ja, das ist schon besser und man kämpft halt, wie gesagt, gegen neue Gegner. Das ist so ein bisschen auch Halo-Markenzeichen. Am Schluss kommt einfach die Flat. Und man kämpft sich da nochmal durch. Also wenn man mal genau hinguckt, haben wir hier auch natürlich die, die wir besiegt haben, die wurden jetzt infiziert von der Flat. War natürlich leicht die Leute. Und jetzt kämpfen wir im Grunde einfach nochmal gegen die Flat-Version davon. Ja, klar. Die Carrier, die sind gefährlich, weil die ziehen einem das Schild runter und spucken dann noch die Kleinen aus und die machen einen dann fertig in der Regel. Also da muss man ja ein bisschen aufpassen tatsächlich. So, wie sieht's aus? Ich wollte die Stelle überprüfen. Komm jetzt damit. Können wir da jetzt? Nein. Ich dachte, wir. Ah, ein Panzer. Ich glaube, das ist der Weg. So. Da war ein sehr mobiler Panzer hier. Ja. Finde ich auch witzig, dass dann noch Leute. Hä? Hast du es gesehen? Ja, was war das genau? Das war ein Benji. Aber wo kam der her? Wo ist der hin? Okay. Ja, man sieht immer mal wieder so ein paar Fehler, ne? Ja, aber hast recht, es ist witzig, dass die da drauf sitzen. Ja, so typisch Amis eigentlich. Ja, ich hätte eigentlich gedacht, so mit einem Gefecht, dass die da einen kleinen, ich weiß nicht, so eine kleine Luke hätten, wo ja, die da reingehen. Ja, der eine sitzt da drin, ne? Ja klar, aber die an der Seite, die werden jetzt in der Grunde oder? So ziemlich, ja. Was witzig ist auch, die, oh shit. Fahrzeuge ändern sich zum Teil immer ein bisschen, wie sie ausgestattet sind. Also ich habe jetzt hier kein sekundäres Geschütz, das ich selber als Fahrer abfeuern kann. Ja. Das gab es noch im zweiten. Dafür haben wir jetzt hier ein KI-gesteuertes Geschütz, welches sich dafür frei schwenkbar ist. Unabhängig von der großen Kanone natürlich dadurch. Ich will natürlich immer das kleine Geschütz dennoch verwenden. Zack. Ja, das haut rein. Ja, deswegen mag ich Projektilwaffen, die sind halt einfach deutlich schneller wie Plasma-Schüsse. In der Regel langt es auch so ein Plasma-Schuss, aber es, oh, das, jetzt ist der gestorben, glaube ich. Irgendwas gerannt hat. Aber ein Projektilschuss ist halt, der schießt und schlägt auch sofort ein. Scorpion gegen Wave, hat Wave eigentlich keine Chance. Der ist halt auf Langstrecke manchmal besser. Ja, ich glaube, das ist eindeutig. Der funktioniert ja eher wie eine Artillerie. Ja. Oh shit. Das dachte ich schon, da wäre ein Abgrund. Ja. Ja, wir müssen auf einem anderen Planeten sein. Ja, das sieht nicht mehr nach Waffenfahrer aus. Nee, definitiv nicht. Wir fallen ja die Flugeinheiten. Ja, die Hornets. Ja, das ist nett. Ich weiß nicht. Ah, jetzt kommt das. Der Kampf gegen zwei Scarabs. Ich mich geschickt anstelle. Kannst du gleich direkt rein oder wie? Auf, ja. Wir versuchen das jetzt einfach mal ein bisschen. Nicht versuchen. Durchzuballern.
Also ohne aus dem Ding raus zu gehen. Das ist ja hier hinten. So, okay. Ich kann natürlich sagen, dass wir zu langsam sind für. Ah, ich kann das ganze Hinterteil wegballern, das ist ja geil. Das wusste ich tatsächlich nicht. Oder ob du gezwungen bist, dann zu gehen? Das fände ich. Ach. Geil! Auch die Explosionen sind doch super. Die haben früher auch ihren Projektil geschossen. Und jetzt haben sie so einen Strahl. Ich habe manchmal den Eindruck, dass gerade diese Roboter-Einheiten, die auch immer, die eigentlich so mit dir erscheinen, gar nicht so stark sind, kann ich sagen. Weil sie allein durch ihren Aufbau sich schon selber im Wege stehen. Findest du? Ja, inwiefern? Ich meine, dieser Strahl zum Beispiel da vorne ist verdammt mächtig. Nehme ich mal an. Ja. Aber er geht halt nur in eine Richtung. Wenn du das jetzt mit so einem runden Geschütz oben drauf hättest, dann könntest du da deutlich mehr mit anrichten. Ja, du kannst. Ja, ich finde, er ist nicht 360 Grad einsetzbar. Dafür ist das Ding, dreht sich relativ schnell. Insgesamt. Und es hat ja so wie einen Kopf. Und der ist ja beweglich. Also der kann schon auch auf dem Boden und so ballern. Ja, klar. Und sobald du halt hinter ihm bist, dann hat er halt keine Chance. Dann müsste er sich erst rumdrehen. Da sind sie. Der ist eigentlich relativ schnell, wenn er sich bewegt. Das hat man vorhin kurz gesehen. Auf die Plattform. Auch schön, man kann schnell aussteigen. Ich meine, ich sag mal so, dass dieses Riesending so aussieht, wie es aussieht, das ist wohl auf jeden Fall auch der Optik geschuldet. Ja, klar, das soll an so einer Riesenspinne. Die Frage ist halt nur, macht das noch Sinn, wenn man von wegen der Logik dahinter steht? Ja, so erinnert mich immer so ein bisschen an die, wie heißen sie, von Star Trek 2, von den Protoss. Kolosse? Die Kolosse mit ihren Spinnenbeinen. Weil die können sich ja oben drehen, ne? Die können ja 360 Grad. Was aber auch wieder keinen Sinn macht, finde ich, dass wenn sie vorwärts gehen, nicht rückwärts schießen können. Ja, das ist komisch. Das ist unlogisch. Es gab eine Frage und ich habe geantwortet. Einen Moment der Sicherheit lang habe ich die Vernichtung der Sterne verschoben. Meine Getreuen, bleibt standhaft. Unsere Feinde umzingeln uns, aber wir beschreiten den gesegneten Pfad. Nur ein Moment, dann zünden die Ringe. Und alle, die glauben, werden errettet. Chief, wie nah sind Sie? Nicht nah genug. Das hat er gut festgestellt. Mehr hast du nicht drauf. Komm schon, beeindrucke mich. Stopp, du Dummkopf! Er will, dass du ihn tötest. Ich will das aber nicht. Was gibt's denn, Großkotz? Können Sie nicht loslegen? Die Augen. Furchtbar. Zugegeben, ich brauche Hilfe. Aber das Geheimnis. Zumindest die Menschen auch. Stirbt mit dem Rest. Johnson! Meldung! Verschwinden Sie! Nicht ohne Sie! Sie verzögern das Unabwendbare. Einer aktiviert die Ringe. Sie erwischen niemals alle. Das stimmt. Los. Ich. Dann Sie. Jetzt. Nein!
Vorväter haben weise auf Mitgefühl verzichtet. Sie stellten sich für das, was getan werden musste. Ich weiß nun, warum sie euch verließen. Ihr wart schwach. Und Götter sind stark. Sehr interessant, dass die Menschen brauchen, um das zu aktivieren. Dass sie das nicht selber können. Oder dass es nicht jeder kann. Hm. Wie ich finde, ein interessantes Detail. Aber nur lebende Menschen, oder? Ja. Jetzt, wie sieht's aus? Sind jetzt die Ringe aktiviert, oder was? Sie sind dabei. Gedrückt hat er ja einen Knopf. Sondern zuhören. Lasst mich euch sicher zu unserem Feind führen. Nur ich ihr könnt auch. Ich wollte schon sagen, warum wollen die jetzt mit den Ringen aufhalten? Ja, ey, ich finde die Dynamik, diese Drei-Fronten-Dynamik total interessant. Weil du hast die Menschen, die versuchen, ihre Welt zu retten. Dann hast du die Flood, die dann irgendwie auch nicht möchte, dass die Ringe aktiviert werden, weil sie dann zerstört werden. Die Menschen sehen das ähnlich. Aber eigentlich ist die Flood ja auch der Feind, weil die wiederum die Menschen und alles andere auch vernichten. Ja gut, das ist halt der klassische Fall, ne? Ja. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, aber wie dynamisch das in dem Spiel hin und her wechselt, finde ich interessant. Ja, du verbündest dich immer mal wieder mit jemandem, den du gerade noch gekämpft hast. Klar, es ist klassisch, aber es wechselt häufiger her, sonst ist es ja immer so, aha, wir sind Feinde, okay, jetzt sind wir wieder zusammen, weil wir jetzt. Und dann bleibt das so, bis zum Ende. Und es kommt nicht nochmal, dass gewechselt wird. Was ist das denn? Was da oben fliegt? Scheiße. Also, nee, ich meine, gegeben, wir waren gegangen. Weiß ich nicht. Ja? Hallo! Jan, sag mal, wir machen das. Ich will schon immer, bis das alle wieder ausgeht. Ich will nicht wieder drauf rumtrecken. Wir machen das jetzt aus. Kann man da hier drin? Auf der anderen Seite. Und wir machen du fort? Hm? Wir machen du nach der Burg. Wie? Wir sind so weit weg. Ja. Ja, hat es die richtige Arbeit gefunden? Ja, denke ich schon. Wenn du mehr Geld kriegst, oder? Nö, das nicht. Erstmal nicht. Ja, wenn du vor dem ersten Monat sehen, dann sind wir ja aber. Bestimmt. Ja, ja. Diese Woche machst du nicht fort. Nee. Nee. Diese Woche bleibe ich zu Hause. Wir haben gegessen. Wir lassen die Viren wieder auf, ne? Ja, alles klar. Mach's gut, schönen Abend noch. Jo, euch auch. Ciao. Vielen Dank, hä? Kein Problem. Und B. Wo war der? Bei der Dynamik. Bei der Dynamik. Ah, die ist klasse. Ja, ja. Das kennt man, glaube ich, auch im zweiten Teil. Ja, das war ähnliche Stelle. Man kämpft sie den Gang entlang. Nur schon war da die Flat eben im Weg. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, dass sich das so ein bisschen wiederholt. Hm. Oh, das war schlecht. Kommst du nochmal, oder? Ja, das ist unangenehm. Ja. Hey, ich brauche hier definitiv so eine Leuchte. On air. Do not disturb. Ja, dann machen wir noch weg. Das machen wir noch.
Nur du hängst dir ein Schild an. Du musst halt nur von weg ins Umzutreten. Ja, und dann wird das nicht verstanden. Kennen sie doch. Du musst ein zweites Schild dran, weißt du so. Da steht dann was drauf? Ja, klar. Ja, wie das Schild zu verstehen ist. Ach so. Das ist immer ein langer Gang. Ja. Obwohl, vielleicht schon in die richtige Richtung, ne? Ja, ja, davon. Weil die hier schon alle erledigt sind. Ja, die haben ja schon ein bisschen miteinander gekämpft. Oh, aber beinahe. Ja, gut, dann würde ich sagen, mit dieser Zwischensequenz verabschieden wir uns. Ich war der Jan, er war der Martin und ich sag, bis auf dann! Jo. Stoppt die Ringe. Rettet den Rest. Sehen Sie, Gebieter, der Moment der Rettung steht bevor. Er hält nicht an. Ihre Art glaubte nie an das Versprechen der Heiligen. Lügen für Strache, Hoffnung für Betäubung. Ich bekomme meine Rache. Am Propheten, nicht an der Pest. Meine Füße gehen den Pfad. Ich werde zu einem Gott. Sie werden Futter. Nicht mehr. Nein! Ich bin Wahrheit. Die Stimme der Allianz. Und sie müssen schweigen. Das Tor geöffnet. Die Kopfsteine geben es frei. Leichen gehen, machen Platz. Das müssen sie befolgen. Wir tauschen ein Übel gegen ein neues.